Der Winter, der bleibt uns auf alle Fälle erhalten, auch in der kommenden Woche heuminant zum Regionalwetter vom Wettering Vorarlberg am 8. Jänner 2017. Wir stehen da in Lustnau, wo es heute Morgen 8 cm Neuschnee gegeben hat, die über Nacht gefallen sind und verbreitet in Vorarlberg sind die Nacht. So zwischen 3 und 6 am Morgen recht starke Schneefälle niedergegangen und haben zwischen 5 und 15 cm Neuschnee gebracht. Heute am Nachmittag, da beruhigt sich der Schneefall, es schneit nur noch leicht bis mäßig und am Abend klingt er komplett ab. In der Nacht fängt es noch schon an zum Auflockern von der Bergherren und über der Täler kann es noch hochnebelartig bewölkt bleiben bis morgen in der Früh. Morgen selber am Montag, also nur noch ein paar Restwolken und ansonsten schon recht sonnig, wer morgen Skifahren gehen kann. Perfekte Bedingungen, aber warm anziehen, denn in der Früh ist es wieder klirrend kalt und in Lech am Arlberg zum Beispiel gibt es Tiefstwerte unter 15 Grad. Am Dienstag dazu von der Früh weg Wolken von einer Warmfront auf, es bleibt aber noch trocken und die Sonne zeigt sich kaum mehr, aber die Temperaturen die blieben im kalten Niveau. Erst in der Nacht auf Mittwoch, da könnte es dann wieder anfangen zum Schneien. Eine Warmfront gleitet auf und sorgt vor allem in der Höhe schon ein bisschen für Abmilderung. In der Täler bleibt es aber noch kalt. Und dort wird es am Donnerstag dann interessant, weil die Schneefallgrenze im Verlauf vom Donnerstag mit zunehmender Niederschläge auch in der Täler ein Thema wird. Also die Schneefallgrenze, die steigt auf etwa 600 bis 800 Meter. In der hinteren Täler wird zum Beispiel Montafur oder im Klostertal, da kommt die warme Luft nicht so schnell an. Dort wird es wahrscheinlich noch eine längere Zeit lang schneien. Am Freitag selber, da wird sich die Wetterlage wieder Richtung Winter ändern. Es kommt eine Kaltfront und die bringt spätestens ab Vormittag auch wieder den Täler an Schnee. Und somit haben wir ein winterliches Wochenende, das auf uns wartet und immer wieder schneit es. Also oder weitere Trend bleibt bis auf wenige Ausnahmemodelle auf Winterkurs. Und somit freuen sich nicht nur Kind, sondern auch wir über den Neuschnee. Danke fürs Zuschauen. Bitte liken unser Video, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns wieder am Donnerstag beim nächsten Regionalwettervideo vom Wettering Vorarlberg. Ciao miteinander.